er sich beruhigt. Halt die Klappe. Okay, mal versuchen. So, geh bitte mal dahin gucken. Na komm schon. Tu mir den Gefallen. So, und im Bestfalle. Ich muss alle Leichen verstecken, yep, um nicht aufzufallen. So, noch eine Stolpermine. Und dann versuchen wir mal weiterzukommen. Da hinten ist einer zu sehen, den könnte man eventuell erwischen. Mal schauen, ob wir da durchkommen. Den könnte man ganz gut von hinten irgendwie eventuell abmurksen. Oder per Falle töten lassen. Denn da ist noch ein Kamerad. Und da oben ist definitiv auch noch einer. Da müssen wir mal schauen, ob wir da hochkommen. Und den vorher ausschalten. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist hier ein Weg nach oben. Hallo? Prinzipiell schon. Ich glaube, da können wir auch flotter gehen. Kommen wir hier hoch? Nee. Oh, müssen wir da von hinten lang? So, ein bisschen beruhigen. Ach, du Kacke. Von hier wieder hoch, oder was? Schleich, schleich, schleich. So. Ein bisschen sprinten, ein bisschen joggen. Okay. Jetzt reicht's. So, da ist der Weg, den ich hochgehen will. Mal gucken, ob das klappt. Theoretisch schon. So. Der M1 ist zwar auch recht laut, aber ob Revolver oder M1 ist eigentlich egal. Und ich glaube, mit dem M1 sind wir ein bisschen zielgenauer. Nach rechts, okay. Tipp, 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 tipp. Okay, wir hätten wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile weiter joggen können. Ah, da ist er auch schon. So. Da sind nicht mehrere, das ist gut. Oh. Was war das? So, nicht in meine Richtung drehen, du Affe. Schalalalala. Oh, was machst du? Ach shit, das war jetzt nicht wahr. Der sieht uns jetzt aber nicht, ne? Ich weiß nicht. Warum rennt er denn da hinten jetzt hinter der Absperrung entlang? Was soll denn der Kack? Ach, weißt du was? Klappe. So, wir wurden befördert. Panzerschreck freigeschaltet. So, oh. Das ist auch neu, das hatte ich noch nicht gewusst. Man kann Motoren offenbar kaputt machen zum Übertönen. Vielleicht macht er jetzt gleich Lärm. So, es ist wieder alles klar. Es macht Lärm, aber wir müssen erstmal hier aus der Umgebung raus, glaube ich. So, Standortwechsel geglückt? Jawohl. Offensichtlich. So, dann schauen wir mal. Da ganz weit entfernt sind noch welche. Der Kerl am Suchschein, der Vermessung. Da ist einer. Es ist nicht mehr laut. So, Suchscheinwerfer ausschalten. Komm schon, Geräusche.
So, jetzt. Das hat geklappt. Oh, nein, doch nicht. Warum nicht? Das verwirrt mich. Vielleicht, weil der Scheinwerfer ausgefallen ist. Da müssen wir uns einmal kurz wegbewegen und dann weiterschauen. So, Standortwechsel. Abwarten. Kaffee trinken zwischendurch. Hallo, komm schon. So, jetzt dürfen wir wieder. Ist natürlich ein bisschen blöd. Die Sandsäcke versperren so ein bisschen die Sicht. So, da hinten haben wir den Offizier, wie er da lang schwirrt. Da ist ein Gegner. Da sind Gegner. Einer markiert. Zwei reicht ja theoretisch erstmal, aber... Ah ne, Nummer 3 kriege ich nicht. Okay. Theoretisch können wir den kriegen, wenn es Lärm... Wenn es zum Lärm kommt. Na dann komm. Oh. Und... Peng. Ich hoffe, das hat geklappt. Und ich habe nicht zu lang gewartet. Und das hat nicht ge- Doch, wurde übertönt, aber offenbar wurde es gesehen. Oder? So, den anderen kriegen wir nicht. Der ist verdeckt. Wo läuft jetzt runter irgendwo? Ah, sehr schön. Guckt einer an. Der Neugierige hat sich da festgebackt. Peng. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Meine Güte. Ich glaube irgendwie, wenn, dann war das wieder ziemlich knapp. Was das Timing angeht. Nein, wurde übertönt. Alles gut. So. Wo zeigt er sich denn bitte mal? Wie konnte ich den denn markieren? Wenn der die ganze Zeit da hinter der Wand steht. Ach, guck an. Ab und zu bewegt er sich mal da raus. Und ein anderer ist auch noch da. So. Ich fürchte, der Kopf kommt jetzt nicht daher. Vor. Hm. Ne, kein Geräusch gerade jetzt aber. Boah, wenn das jetzt geklappt hat, wäre das genial. Dann war das ein Reflexschuss. Ja. Das hat geklappt. Oder auch nicht. Er ist in jedem Fall tot. Markierter Kill, Kopfschusskill, Kopfschussbonus. Also auf jeden... Ach nee, es wurde nur alarmiert. Sie haben nur nicht rausgefunden, wo ich bin. Von daher alles in Ordnung. So, da ist dann auch noch jemand. Wir markieren sie mal alle. Da kriegen wir offenbar noch mal Punkte für. So, was ist das da hinten? Das ist nur was zum Sprengen. Ob uns das was bringt, ist die Frage. Und wie wir jetzt hier genau weitermachen. Ich könnte mich hier rüber mal scharwenzeln und gucken... Ob ich da noch einen von den Markierten erwische. Und ob der Lärm bis hier hinkommt.
Das war nicht gut. Okay, wir bewegen uns mal schön aus dem Radius raus und versuchen die so zu erwischen. Okay, hier kriegen wir nichts. Vielleicht können wir den da oben auch einfach von hinten abstechen. Das ist natürlich auch eine Variante. Und vielleicht können wir da auch wieder Lärm machen. Oh, 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 oh. Das geht so nicht. Das ist ganz schlecht. Da sind ganz schön viele. Müssen wir ein bisschen laut werden? Ich glaube, wir müssen laut werden. Und ganz schnell weg. Wurden wir gesehen? Ich glaube, wir wurden gesehen. Oder zumindest wissen sie ganz genau, wo die Granate herkam. Vielleicht kommt ja jetzt jemand vor unsere Flinte. Sieht aber nicht danach aus. Wir könnten natürlich auch von unten kommen. Da dürfte jetzt halbwegs leer sein, ne? Stehen alle irgendwie sehr ungünstig im Moment, wo sie so neugierig sind. Nee. Durch das Leinen, da kommen wir nicht durch anscheinend. Oh. Ist da etwa jemand? Ja. Aber das könnte uns helfen. Denn das wird natürlich jetzt überdeckt. Zack, der ist down. So, den da oben kriegen wir nicht. Und die anderen sind auch irgendwie viel zu aufgedreht gerade. Ich fürchte, ich muss runter.